Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Danke, dass ich noch das Wort ergreifen darf. Entschuldige mich auch für die Verspätung. Auch das ist der Verkehrsinfrastruktur geschuldet, obwohl ich mir höchste Mühe gegeben habe im Verkehrsträgermix. Ich würde meine Rede auf drei Punkte beschränken und an das anschließen, was der Kollege Beu eben schon gesagt hat. Erstmal verstehe ich das Bündnis für Infrastruktur, so wie es jetzt konzeptioniert worden ist, als Auftakt. An einen Auftakt kann man immer anknüpfen und man kann auch einen Auftakt noch erweitern. Und ich glaube, es wäre klug, aus diesem Auftakt eine große Nummer zu machen und dann entsprechend auch noch mehr Häuser zu beteiligen, noch Minister aus anderen Fraktionen zu beteiligen und auch noch mehr Verbände. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn viele daran beteiligt sind, dass was zerredet wird. Aber die Chance ist dran, dass man endlich was voranbringt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir auch mit einem anderen Planungsrecht, und das hat der Minister ja eben auch angesprochen, dass man die Menschen direkt beteiligt, und zwar nicht direkt beteiligt in Form von Bürgerbeteiligung, so wie wir das häufiger erleben bei Veranstaltungen, dass die Bahn oder der Flughafen zu einer Informationsveranstaltung einlädt mit schönen PowerPoint-Präsentationen entsprechend, die herabgespult werden, dann gibt es noch Chance für 5 Fragen und das war es dann. Sondern es wird darum gehen, das, was beispielsweise in Baden-Württemberg praktiziert wird, was die dortige frühere grün-rote Landesregierung entwickelt hat, eine Kultur des Gehörtwerdens, dass man Argumente der Menschen, die dort wohnen, ernst nimmt und in ein Planungsverfahren mit aufnimmt. Also das, was auf kommunaler Ebene Stichwort Planungszelle ist, dass man sich anhört, welche Einwände, welche Ideen haben denn die Bürgerinnen und Bürger? Denn wir haben mündige Bürgerinnen und Bürger heutzutage. Und ich meine, man kann diese mündige Bürgergesellschaft nicht immer nur an der Stelle abholen, wenn es darum geht, gegen Rechts, für Flüchtlinge, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen, sondern man muss eine offene Bürgergesellschaft auch dann berücksichtigen, wenn es um Planungs- und um Verkehrsbauverfahren geht. Herr Kollege, das müssten wir erreichen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Würde ich tun. Von Herrn Kollegen Schemmer, bitte schön. Schönen Dank, Herr Glocke. Sie sprachen gerade an, dass es eine Aufweitung dieses Gremiums Bündnis für Infrastruktur geben sollte, wo auch Minister anderer Parteien daran beteiligt sein sollten. Im Moment, zumindest bis Mai, könnten das ja bestenfalls grüne Minister sein. Meine Frage ist es absichtlich oder unabsichtlich unterblieben, bei Gründung dieses Bündnisses für Infrastruktur auch die Grünen und die grünen Minister zu fragen, sich von Anfang an auch an diesem Gremium zu beteiligen? Lieber Herr Schemmer, das ist ja sozusagen eigentlich die Grundbotschaft des Antrages gewesen der FDP. So habe ich es jedenfalls verstanden, das zu unterstellen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde es auch an der Stelle nicht tun. Ich verstehe es so, dass es ein Auftakt ist für ein Bündnis für Infrastruktur. Es gab hier erst eine Pressekonferenz, jetzt eine größere Veranstaltung. Und ich bin ziemlich sicher, dass unser Verkehrsminister und der beteiligte Finanz- und Wirtschaftsminister dieses Bündnis auch noch weiter stricken wird und will, dass man entsprechend auch noch andere Häuser beteiligt. Da könnte man natürlich auch zum Beispiel den Bereich Familie, Kinder, Jugend beteiligen, auch das Gesundheitsministerium oder die Staatskanzlei, oder man könnte auch noch andere Verbände beteiligen, beispielsweise den ADFC, beispielsweise die Naturschutzverbände. Es gab jetzt ja auch schon einen Redner des NABU bei der letzten Veranstaltung. Ich glaube, es macht Sinn, die Bürgergesellschaft in ihrer Gänze abzuholen und mit einzubinden. Und dafür würde ich an dieser Stelle hier ganz klar werben, sehr geehrte Damen und Herren. So, und ich glaube, ich habe mir den Gründungsaufruf des Bündnisses für Infrastruktur durchgelesen. Da stehen einige vernünftige und richtige Sachen drin. Aber ich glaube, man müsste es auch noch ergänzen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Bahn angucke, und das ist ja mein Hauptverkehrsmittel und auch der Grund, warum ich einige Minuten zu spät eben reinkam, dann ist es, glaube ich, nicht damit getan zu sagen, das sind immer die Klagebürger, die Wutbürger etc., die hier Dinge verhindern. Sondern in der Analyse, warum unsere Bahn so schlecht organisiert ist, wie sie organisiert ist, da müsste man rückblickend schon mal sagen, das waren die Pläne zum Börsengang unter Herrn Meedorn und wir brauchen eine bessere finanzielle und auch personelle Ausstattung der Bahn, um hier voranzukommen. Das wäre die Antwort und ich meine, dass auch das Teil eines Bündnisses für Infrastruktur sein sollte, vernünftig zu analysieren, wo sind eigentlich die Defizite. Und im Bereich Bahn beispielsweise, das ist der zweite Punkt, glaube ich, dass wir gut beraten sind, uns
einmal über das Planungsrecht zu unterhalten. Warum laufen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen Planungsverfahren so lange, wie sie laufen? Ich glaube, wir müssen Verfahren beschleunigen. Wenn ich mir alleine angucke, das vierte Gleis jetzt, ist ja im März jetzt noch der Spatenstich zwischen Köln und Düsseldorf. Insgesamt vom ersten Planungsschritt bis zur Umsetzung 9 Jahre, das dauert zu lange. Aber wie sieht ein Planungsrecht aus, was Bürgerbeteiligung ernst nimmt, Bürgerbeteiligung nach vorne setzt und trotzdem Prozesse beschleunigt? Das ist unser aller Aufgabe und ich glaube, ein Bündnis für Infrastruktur könnte hier einen guten Beitrag leisten, sehr geehrte Damen und Herren. Als letzten Punkt, ich sehe auch, meine Redezeit ist, soll ich den letzten Punkt mir sparen? Sie gucken schon so. Was erwarten Sie als Antwort, lieber Herr? Naja. Also ich könnte noch einiges sagen zur Rolle der Automobilindustrie und zur Frage sozusagen, warum unsere Straßen und die Parkplätze so voll sind und wie man mit schnelleren und kleineren Modellen und mit sozusagen Carsharing etc. viel mehr für unsere Infrastruktur tun könnte, als es heute der Fall ist. Ich glaube, das Bündnis braucht weitere Bündnispartner. Dann wird es erfolgreich sein und ich würde die Minister, die bisher den Aufruf unterschrieben haben, motivieren, das Bündnis noch breiter aufzustellen. Dann entfällt es auch entsprechende Wirkung. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.